Mikrofonen für Sie auch heute wieder. Wolfuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Auf dem Programm steht heute eine interessante Begegnung. Galatasaray Istanbul gegen Bayern München. Spannend. Sané! Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler. Das wäre gefährlich geworden. So will es Galatasaray also angehen. Bayern München beginnt heute mit dieser Aufstellung. Sven Ulreich steht im Tor. Leroy Sané steht mit Kingsley Coman auf dem Flügel und der einzige Stürmer. Aber das ist jetzt die Chance. Wichtig, dass sie hier früh das erste Tor machen. Sie setzen damit ein Zeichen, haben hier erstmal alles im Griff. Das ist schon überragend, wie er da einfach vorbeigeht, lässt der Abwehr keine Chance und dann kommt am Ende eben das Tor rum. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Lucas Torreira. Auf außen ist jetzt Platz. Aber da ist die Abwehr nicht wirklich gefordert. Harry Kane! Was eine Chance, Latte! Und der war sowas von knapp! Lucas Torreira. Mauro Icardi. Icardi flankt. Da kann er erstmal klären. Angelino. Er kann klären. Leroy Sané. Das muss der Ausgleich sein. Ausgleich für die Bayern. Alles wieder drin in diesem Spiel. Da ist er ganz einfach durchgegangen, nicht aufzuhalten. Und dann ist der Ball drin. Und damit alles auf Anfang, er steht 1:1. Davinson Sanchez. Kahn Ayra. So, sie kommen, sie greifen an und jetzt schauen sie, wo sind die Anspielstationen? Wo ist die Lücke? Könnte gefährlich werden. Die Bayern mit dem Einwurf. Da sind sie mit dem frühen Stören erfolgreich. Es gibt Freistoß für die Münchner. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Aber da war sie nicht. Lucas Torreira. Gut abgeblockt. Guter Vorteil entschieden für die Bayern. Klasse, wie er da hingeht. Vorteil für den FC Bayern. Harry Kane! Kein Problem, ganz sicher.
von Kimmich. Ganz starker Kopfball, aber eben auch klasse gehalten. Ja, der hätte gepasst. Gute Aktion von beiden. Ecke Bayern, gute Chance, hier den Führungstreffer zu machen in dieser Begegnung. Da kommt die Ecke. Aber dann kommt doch nichts raus. Da ist das Pressing erfolgreich. Ah, das war eine gute Aktion. Vielleicht die Führung jetzt. Da wäre jetzt viel Platz für den Konter. Schön durchgesetzt. Icardo, den muss er fast machen. Ja, toll gehalten. Gut geklärt. Bayern gibt im Moment schon den Ton an in dieser Partie. Wir hatten gesehen, dass klar mehr Ballbesitz in den vergangenen Minuten. Und wenn sie die Chancen, die sie haben, auch nutzen können, dann liegt hier der Führungstreffer in der Luft. Goretzka. Sané. Jetzt hat er den Ball. Haha, mit der Aktion wurde sie wohl gelber. Und die gelbe gegen die Bayern unstrittig. Absolut korrekt entschieden vom Schiedsrichter. Zug in die Mitte. Das ist die Chance. Was für ein Reflex. Einfach nur perfekt gemacht. Eine tolle Aktion. Er geht in den Strafraum. Der Ball ist weg. Abstoß. Ja, machen Sie gut. Stürm früh. Da haben Sie den Ball. Coman. Pass wieder zu Coman. Davis. Wichtig! Er holt den Ball. Ball bei Jamal Musial. Elfmeter! Und wenn Sie Pech haben, liegen Sie gleich zurück. Ja, und das Foul nicht gut gemacht. Klares Foul, da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Er gibt den Elfer, aber keine Karte. Ja, das sieht man selbst. Scheinbar bewertet er den Strafstoß als Strafe genug. Das kann jetzt die Führung werden. Der ist drin. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Lucas Torreira. Minuten sind vorbei, die Spieler gehen erstmal. Der Ball rollt wieder, zweite Hälfte läuft. Ja, mal schauen, was uns die Teams jetzt zeigen. Erste Halbzeit war schlichtweg fantastisch mit klasse Offensivaktion. Gerne mehr davon. Das war richtig knapp. Ja, das sah gut aus. Da wäre fast der Ausgleich gefallen. Masraoui. Schön gemacht. Ball weiter im Spiel. Una Falsa. Sané. Kane! Er schießt sie heute fast im Alleingang ab. Tor Nummer 3. Gleich nochmal die Wiederholung dieses Tores.
Er setzt sich durch und dann zeigt Harry Kane, wie gut er gerade aus kürzester Distanz ist. Er macht das Tor, lässt sich überhaupt nicht wehren. Davinson Sanchez. David Sanchez. Karl Eihard. Jetzt wollen sie die Abwehr irgendwie aushebeln. Aber das stellt sich doch vor keine großen Probleme. Musiala. Kane ist das. Sauber vom Ball getrennt hier. Sané. Ball jetzt bei Kane. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Chance. Super gehalten. Ui, was für eine Parade. Wahnsinn, wie er den noch hält. Vielleicht ist diese Ecke die Chance nochmal zu verkürzen. Die Fans geben alles. Ecke kommt. Er wird aber weiter gefährlich. Das war nicht schwer für den Torhüter. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Komm an, kann über außen kommen. Davis. Was macht er draus? Kein Tor. Das war natürlich eine Riesenparade. Unglaublich, was für ein Reflex. Wechsel jetzt bei den Bayern. Gefährlicher Pass jetzt. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Guter Pass. Oh, wie hat er den denn noch gehalten? Riesenszene. Das war eine richtig gute Möglichkeit. Jetzt der Ball. Wichtig, dass er den abblocken kann. Kimmich. Balleroberung. Bei Jamal Musiala. Das ist jetzt seine Chance. Kein Tor. Er verhindert hier den Treffer. Unglaublich, was für eine Parade. Der Ball wird hier gut in den Rückraum gespielt. Da ist der Block. Ball kommt nicht durch. Das ist natürlich nachhaltig. Abseits. War vermeidbar, völlig klar. Zunächst ist das abseits, dann sortieren sie sich neu und dann kommt doch dieser schwache Pass, Wolf. Das war zu wenig. Den Zweikampf führt er sehr gut. Foul und Freistoß gegen die Bayern. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Sané. Unaufhaltsam. Sané. Kimmich. Tolle Parade. Aber Gefahr ist noch nicht vorbei. Leon Goretzka. Ball ist bei Harry Kane.
Qualität. Dribbling geht weiter, die Abwehr findet einfach kein Mittel. Das sah gut aus. Klasse, dieser Volley, tolle Schusstechnik, am Ende knapp. Es tut sich was in der Seitenlinie. Bayern bringt einen neuen Spieler. Genau so ist es. Kingsley Coman verlässt den Platz und Rafael Guerrero kommt rein. Der Mann, der einen unglaublichen Platz hat. Guerrero. Da kann er ihn stoppen. Sie stehen sehr hoch und genau das zahlt sich hier aus. Oh, geht da noch was? Sie verkürzen. Nur noch eins. Ist das denn zu fassen? Spannung pur. Jetzt müssen wir genau hinschauen. Aber wir sehen es hier nochmal. Der Grund für den Treffer war der enorme Druck, den sie gemacht haben. Und dann fällt das Tor. Der neue Spielstand lautet hier also 3:2. Die Bayern im Vorwärtsgang. Unaufhaltsam. Sané. Jetzt gibt's nochmal Eckball. Gute Möglichkeit. Sané zieht nach innen. Ist das stark gemacht? Tolle Parade. So kurz vor Ende. Die Hoffnung lebt. Ecke kommt ins Zentrum. Guerrero. Ball wird geblockt. Jetzt haben sie durchaus Platz für den Konter. Weiter hoffen die Fans auf den späten Ausgleich in dieser Partie. Ist hier immer noch am Ball. Chance vielleicht, aber er ist da. Klasse gemacht, stark geblockt. Minje. Schlusspfiff. Damit ist dieses Spiel also zu Ende. Die Gastgeber müssen sich mit einer Niederlage abfinden. Knapp verlieren sie dieses